Ursachen von Erkrankungen bei Kindern. In meiner Erfahrung ist es so, dass Kinder oft Symptome zeigen, die mit den Eltern zu tun haben können. Warum? Kinder kopieren oft das Verhalten der Eltern, bewusst, aber ganz oft unbewusst. Dieses Verhalten, wenn es nicht optimal ist, kann zu verschiedenerlei Krankheitssymptomen führen. Deswegen kann es oft zielführend sein, nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern zu therapieren. Und das ist gängige Praxis in meiner Praxis, dass ich Kinder wie auch Eltern therapiere und wir herausfinden, was das Kind jetzt kopiert hat oder was es unbewusst wahrnimmt und nicht versteht. Kinder sind kleine Empathen und nehmen auch Gefühle der Eltern wahr. Ja, auch schon im Mutterleib, aber auch danach. Und auch das kann man zeigen. Kinder können das aber oft nicht verarbeiten oder ausdrücken und daraus können verschiedenste Krankheitssymptome entstehen. Wenn man aus diesem Blickwinkel sich verschiedenste chronische Erkrankungen bei Kindern anschaut, dann ergeben sich auch Lösungsansätze. Diese präsentiere ich Ihnen sehr gerne in der Praxis, wenn das eben Gesagte Ihr Interesse geweckt hat. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihr Heilpraktiker Adrian Schmieder.